Schon mal vielen herzlichen Dank für den sehr, sehr offenen und netten Empfang und auch danke, dass wir hier uns äußern dürfen zu dem Thema. Und ich muss direkt auf den Herrn Haug eingehen, das ist klar, das ist natürlich ein dringendes Bedürfnis. Wer sich jetzt nicht öffnet, egal in welcher Richtung, zum Thema neue Mobilität, der wird zwangsläufig an die Wand fahren, meine Damen und Herren. Und das würde uns allen unterm Strich am Schluss nicht gut tun, das dürfen Sie mir vorab schon mal glauben. Ich finde den Titel, den Sie mir gesetzt haben, extrem gut. Ich möchte ein bisschen ausweiten in Richtung neue Mobilität und nicht nur auf die Bewegung beschränken, weil beim Bewegen, was die neue Mobilität betrifft und die reine Bewegung, da bezieht sich in allererster Linie aufs E-Bike und auf die Pedelecs. Und da ist der erste Ansatz. Und da ist oft die erste Konfrontation mit diesem Thema. Die Menschen, die nur vor 15, 10 Jahren gesagt haben, Pedelec, oh Gott, das ist nichts für mich. Bin doch noch kein alter Mann. Oder meine Frau, ich bin doch noch keine alte Frau. Inzwischen ist sie begeisterte E-Bikerin. Und jeder, der mal auf so einem Ding gesessen ist, wird absteigen und nicht heulen, sondern grinsen. Und zwar ein breites Grinsen im Gesicht haben. Weil es einfach Spaß macht. Weil es die Bewegung in eine völlig neue Dimension bringt, weil man andere Werte kennenlernt, weil man sich in größeren Radien bewegt. Das nur dazu. Aber neue Mobilität und die Zukunft der neuen Mobilität baut auf wesentlich mehr Dingen. Und ich lache mich krumm, wenn ich dieses Urteil von gestern höre zum Thema Uber. Wer glaubt denn wirklich, dass er das in Zukunft vermeiden kann? Der muss irgendwo am Baum schlafen, weil anders gibt es das nicht. Das ist nicht zu vermeiden, meine Damen und Herren. Gehen Sie mal nach Kalifornien, gehen Sie mal nach Silicon Valley und ich empfehle Ihnen die Sendung am 19. Juni, 22.30 Uhr, eine Dokumentation von Klaus Kleber. Und glauben Sie mir, da fällt selbst der Letzte vom Glauben ab. Dieses Thema hat Fahrt. Dieses Thema ist in Bewegung. Herr Dr. Wenzel, Sie haben es auf den Punkt gebracht, der demografische Wandel. Ich kann alles, was Sie gesagt haben, bereits jetzt in vielen praktischen Beispielen nachvollziehen. Die Menschen werden älter, die Menschen wollen beweglich bleiben, die Menschen wollen mobil bleiben, die Menschen haben einen Anspruch darauf. Und da muss man dafür sorgen, dass die nötigen Module bereitgestellt werden. Das ist ein Anspruch, den man speziell in einem Land wie Deutschland, aber auch in einem Land wie Europa, und wir sind nicht nur in Deutschland leben, sondern wir leben inzwischen in Europa und auch in der Welt, da muss man dem Anspruch gerecht werden. Und auf meinen Reisen in China, in Taiwan, was weiß ich, wo überall, stelle ich fest, alle die Menschen schauen ganz stark nach Europa und nach Deutschland. Was kommt denn da? Und meine Damen und Herren, traurige Antwort, nichts. Und ich komme aus einer Stadt, da ist man mehr als irgendwo anders abhängig vom Thema Mobilität. Meine Heimatstadt ist nicht Berlin, auch wenn der Bundesverband dort sitzt, das hört man ja, ich glaube, das muss ich jetzt hier nicht nur belegen, sondern ist Ingolstadt. Und in Ingolstadt ist man mehr als abhängig von Mobilität. Aber die wird in Zukunft nicht mehr so stattfinden, wie man heute noch dort davon träumt. Das sind Träume, sonst gar nichts. Das Thema ist durch. Gänzlich durch. Und auch eine Nachricht von gestern oder vorgestern, das Top-Brand ist nicht mehr Audi, sondern Tesla. Und darüber müssen wir uns unterhalten. Und da sind wir jetzt aufgefordert, zu handeln und nicht mehr zu quatschen. Seit 8 Jahren bewege ich mich von einem Kongress-Symposium zum nächsten. Und ich war gerade in Berlin Montag und Dienstag diese Woche zum größten Kongress zu diesem Thema veranstaltet von einer gemeinsamen Geschäftsstelle der Elektromobilität, bestehend aus 4 Ministerien der deutschen Regierung. Meine Damen und Herren, ich war der Meinung, ich habe eine Zeitreise nach rückwärts gemacht. Diese Veranstaltung hat zum ersten Mal vor 5 Jahren stattgefunden und ich kam mir vor, als wäre ich wieder 5 Jahre zurück. Wir diskutierten über die gleichen Themen wie damals. Und das ist gefährlich. Mobilität, Bewegung, Gesundheit, es muss zusammenspielen. Da gibt es viele Komponenten, wo man unheimlich toll kombinieren kann. Und es geht auch nicht darum, irgendwelche Autos auszutauschen, Diesel gegen Elektromotor. Das wird nicht reichen. Ich sage nur ein Beispiel aus der Praxis und wir haben es in der Realität. Ich muss das auch nicht verheimlichen, da kann man offen drüber reden. Eines unserer Mitglieder ist die Firma Doppelmeier mit Sitz in Österreich, inzwischen ein Weltunternehmen. Was bauen die? Hat jeder schon mal gesehen? Seilbahnen. So.
Und Seilbahnen sind inzwischen Mobilitätsprodukt. Und zwar ein hochinteressantes, speziell in urbanen Räumen und in Megacities. Und in La Paz wird gerade ausgebaut von 3 Kilometer Seilbahn auf 28 Kilometer Seilbahn, um überhaupt die Verkehrsprobleme noch lösen zu können. Das sind die Herausforderungen, meine Damen und Herren. Sich nicht kleinkariert zu beschäftigen, wie kann ich den Stau noch auflösen? Den werden wir nicht auflösen. Das ist schwierig. Jetzt gebe ich mal eine Zahl in den Raum, die scheint mir dann doch sehr wichtig. Die Autoindustrie baut derzeit ca. 80 Millionen Fahrzeuge von General Motors bis Toyota. 2050 müsste diese Autoindustrie 250 Millionen Autos bauen, um den Bedarfen weltweit gerecht zu werden, weil dann sind wir nicht mehr 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, so Gottes will, sondern eher 10 bis 11 Milliarden. Und dann möchte auch Südamerika, Afrika, Indien und China sich genauso bewegen wie wir. Und diesen 2050 müsste diese Autoindustrie dann 250 Millionen Autos produzieren. Und glauben Sie mir, das kann nicht funktionieren. Und das wird auch nicht funktionieren. Dazu braucht es systemisches Denken, dazu braucht es, über den Tellerrand rauszuschauen. Dazu brauchen wir Menschen mit Visionen, die auch mal einen Schritt weiter denken und nicht nur immer das Kleinkarierte sehen. Die Zeiten sind vorbei. Ein gewisser Lars Thompson geht nicht mehr in Jahren durch die Gegend, sondern in Wochen. Und diese Wochen sind ausschlaggebend. Und als sich die Herren noch schief gelacht haben bei Nokia, als Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat, da war es schon zu spät. Und hat ihm erklärt, das geht eh nicht, er soll sich mit Computer beschäftigen. Und wie wir alle wissen, ist inzwischen Nokia wieder im Kerngeschäft tätig. Dort produziert man Gartenschläuche und Gummistiefel. Sollte so ein Szenario in Deutschland passieren, ich wage es mir nicht auszumalen. Und deswegen gilt es jetzt zu vernetzen. Wir müssen nicht nur die Menschen vernetzen, wir müssen nicht nur die Akteure vernetzen, wir müssen auch die Systeme vernetzen. Intelligente Kommunikationstechnologie steht da im Mittelpunkt, da geht es nicht mehr ums Auto alleine, glauben Sie es mir. Jetzt gerade im Januar auf der CES in Las Vegas, das war mal eine Consumer-Elektronik-Messe, da geht es nur noch um vernetztes Fahren, da geht es nur noch um intelligente Kommunikationstechnologie und um die Verbindung der einzelnen Verkehrsträger. Wir haben keine technischen Probleme mehr im großen Stil zu lösen. Akkus, ich muss immer wieder grinsen, wenn ich das höre, ja, die Autos schaffen ja nur 100 Kilometer. Wissen Sie, mal die Realität anschauen, ist vielleicht nicht schlecht. Deutschland hat 47 Millionen Autos, davon sind 11 Millionen Zweit- und Drittfahrzeuge und die werden im Durchschnitt am Tag 27,5 Kilometer bewegt. Jetzt erkläre mir bitte jemand, wo das Reichweitenproblem sein soll. Das gibt es nicht. Und wer tatsächlich weiterfahren will, mein Gott, dann muss er halt da zuschlagen, wo es jetzt möglich ist. Dann muss er halt zu Tesla gehen, wenn die anderen das nicht hinkriegen. Die anderen werden einen Tod sterben, einen wunderschönen, aber am Schluss extrem grausamen, wenn sie nicht jetzt in die Pötte kommen. Aber ich gehe nochmal zurück. Es geht nicht darum, das Auto umzurüsten. Wir müssen jetzt uns um Mobilitätsketten kümmern. Wie komme ich von A nach B mit dem effizientesten Modul, am schnellsten, am umweltfreundlichsten, am nachhaltigsten? Und diese ganze CO2-Debatte, die kann ich inzwischen nicht mehr hören. Es geht um viele andere Dinge. Und dann den Herrn Haug gesprochen, er sollte sich mal damit beschäftigen, was in Stuttgart los ist, was die NOx-Werte betrifft, Stickoxide. Da ist der Casus Knactus und nicht im CO2, wie er uns immer kredenzt wird. Das ist völliger Schwachsinn. Ja? Und glauben Sie mir, wenn wir da nicht anpacken, dann werden auch wir so ganz leise so einen kleinen Tod sterben. Und diese Verkehrszentren wie Stuttgart, die sterben ja jetzt schon ein klein wenig. Es gilt, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Ich muss immer lachen, wenn es heißt, das ist immer so lustig, wenn ich irgendwo hinkomme, ganz wichtiger Siegel, Elektromobilität in den urbanen Räumen, um die müssen wir uns kümmern. Nein, müssen wir nicht. In erster Linie müssen wir ein bisschen weiter raus in die Tangenten. Im urbanen Raum haben wir Elektromobilität seit über 100 Jahren. Straßenbahn, Trambahn, Eisenbahn,
alles, was man sich so denken kann. Was wir da ändern müssen, ist, dass wir diese beschissenen Dieselbusse wegkriegen und Elektrobusse fahren lassen. Weil das nicht nur NOx-Werte verringert, sondern gleichzeitig und parallel auch noch etwas tut, die Lebensqualität steigern, weil es leise ist. Jeder, der schon mal mit dem Fahrrad in der Stadt hinter so einem stinkenden Dieselbus nachgefahren ist, wird das nicht als besonders nettes Erlebnis in Erinnerung. Das ist einfach nur, Entschuldigung, Scheiße. Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen einfach jetzt anfangen, diese ganzen Systeme zusammenzubringen. Daran sehen wir auch, darin sehen wir auch unsere Arbeit. Die Player zu vernetzen, mit den einzelnen Leuten ins Gespräch kommen, sie zu öffnen, sie bereit zu machen, mit anderen zu kommunizieren, sich nicht einzuigeln, sondern weit aufzumachen und untereinander eine Kommunikation aufzubauen, die es zulässt, sich mit völlig neuen Systemen zu beschäftigen. Ich war gerade vor kurzem bei einem ganz tollen Gespräch bei NTT Data. Ist sowas Ähnliches wie IBM, ist vielleicht besser bekannt. Dort beschäftigt man sich bereits mit der Mobilitätskette, seien Sie versichert. Und zwar ziemlich weit und ziemlich weit fortgeschritten. Dort diskutiert man nicht mehr über diese althergebrachten Dinge, sondern dort wird darüber diskutiert, wie komme ich von A nach B am effizientesten, am nachhaltigsten, am schnellsten und am bequemsten und so mobil, dass ich das auch noch mit 80 Jahren leisten kann, ohne dass es mir wehtut und ohne dass ich daneben einen Berater brauche, der mir sagt, wie ich es benutzen muss. Selbsterklärende Systeme. Systeme, die einfach in einen funktionellen Weg gebracht werden. Jetzt kommen wir wieder zurück auf die Gesundheit aus der Steckdose. Wie gesagt, mit dem Bike haben wir sie. Und letztendlich haben sie es gestern Abend sogar gehabt. Gesundheit aus der Steckdose. Sie haben getanzt auf diese Gesundheit aus der Steckdose. Wir sind so abhängig von dem Strom, von dieser Versorgung. Es ist eminent wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wenn das ganze System dann am Schluss funktionieren soll, dass man dann nicht nur das Mobilitätsthema sich ansieht, sondern natürlich auch das Energiethema. Und wir sagen immer dazu, wir müssen es schaffen, die Mobilitätswende und die Energiewende zu verheiraten. Nur dann macht das Ganze Sinn. Solange wir uns damit beschäftigen, Kohlekraftwerke zu fördern, werden wir da keinen großen Erfolg haben. Und solange wir uns nicht damit beschäftigen, wie können wir intelligent speichern, und zwar so, dass es keinem wehtut, werden wir auch nicht weiterkommen. Wir können aber längst speichern. Wir müssen es nur wollen. Und da müssen wir auch ab und zu mal ein bisschen gegen Energieversorger vorgehen, ein bisschen weich machen, ein bisschen draufklopfen, weil sonst funktioniert es nicht. Hier ist es angesagt, Kritik zu üben. Hier ist es auch angesagt, einfach mal zu mahnen. Das gehört einfach mit dazu und da darf man sich dazu auch nicht zu schade sein. Alles das, denke ich, ist das, was es ausmacht, was die Zukunft der Mobilität betrifft. Energie- und Mobilitätswende zu verbinden. Speichermodule, ein klassisches Thema. Wissen Sie, wir beschäftigen uns jetzt hier gerade im Moment mit Ladeinfrastruktur. In Österreich genauso wie in Deutschland. Die Holländer haben es einfach gemacht. Da hat man nicht lange diskutiert. Bums, standen auf der Autobahn, die Ladesäulen und in den Städten und dazu kamen dann auch entsprechend Fahrzeuge. Aber um das allein geht es nicht. Es geht weiter. Sie haben gerade vorher angesprochen, Herr Dr. Wenzel, dass diese älteren Leute auch mit 60 noch an Hausbauen denken. Und ich kann Ihnen nur eines versichern, wir hatten gerade letzten Sonntag eine große Veranstaltung zum Thema Erneuerbare und Mobilität im Altmühltal bei Ingolstadt. Da waren 5000 Menschen. Wir haben mit 1000 gerechnet. Es kamen 5000. Und wenn ich mir diese alle angeschaut habe, ja, dann waren die doch alle eher mein Alter oder drüber. Da sind wir nämlich bei den 60. Und die beschäftigen sich mit Bauen. Die beschäftigen sich mit neuen Heizsystemen. Die beschäftigen sich mit Speichertechnologie. Und die sind es, die sich beschäftigen mit Elektromobilität. Grundsätzlich, der Trend in der Elektromobilität wird nicht von den Jungen gestaltet, sondern von den Älteren. Die interessieren sich dafür. Die wollen es haben, die haben auch das nötige Kleingeld in der Tasche und die wollen das Gesamtsystem, genau das, was Sie gesagt haben, die Autarkität. Einfach autark zu sein. Einfach zu sagen, okay, das ist meins, das gestalte ich, so wie ich es will. Und geben tut es das alle. Alles jetzt. Und nicht erst in 10 Jahren. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Immer wird uns gesagt, ja, in 5 Jahren sind die Akkus soweit. Völliger Schwachsinn, die sind jetzt soweit.
Die Autos sind extrem teuer. Völliger Schwachsinn. Die deutschen Autos sind extrem teuer. Ein Renault Zoe, das entspricht einem VW Polo, kostet jetzt 16.500 Euro. Dazu kaufen Sie sich eine Solaranlage, sprich eine Photovoltaik als Carport und ein Speichermodul. Und wenn Sie das alles zusammenzählen, dann sind Sie bei ca. 30.000 Euro. Da sind Sie dann da, was ein BMW i3 kostet. Nur mit einem Unterschied, Sie fahren 12.000 Kilometer im Jahr mit diesem Strom aus dieser Photovoltaik gespeichert mit einem Speichermodul umsonst. Und nicht nur umsonst, sondern auch sauber. Und zwar wirklich sauber. Und da müssen wir hin. Das ist das Ziel, dass wir uns dahin bewegen, vernetzt zu denken, nicht immer nur das Auto zu nutzen, sondern auch mal ein anderes Modul. Und natürlich auch das Ganze auf Basis der Erneuerbaren. Dann macht das Ganze Sinn. Und dann bewegen wir uns wirklich unterm Strich extrem gesund. Und da wollen wir ja hin, weil wir wollen ja alle älter werden. Ich glaube nicht, dass jetzt hier jemand so machen würde, wenn ich sagen würde, Sie wollen nicht älter werden. Ich glaube es nicht, weil dann wäre es schlimm. Und wenn wir uns jetzt im Moment die Landschaft ansehen, wie agiert wird, dann ist es leider eben so, dass nicht agiert wird, sondern dass wir eher dazu tendieren, zu reagieren. Naja gut, jetzt warten wir mal, was die anderen so machen. Das schauen wir uns jetzt noch eine Zeit lang an und ja, vielleicht ziehen wir dann nach. Und das ist jetzt der nächste Punkt, der nicht mehr funktionieren wird. Und das haben wir jetzt spätestens gelernt bei der intelligenten Kommunikationstechnologie. Weil wenn Sie sich heute ein Smartphone anschauen und es hätte Ihnen jemand gesagt, wie es vor 15 Jahren, dass das jetzt so aussieht, wie es jetzt ist, dann hätten alle den Kopf geschüttelt und gesagt, das geht nicht. Es geht aber und es wird schneller gehen. Noch schneller, als wir bisher vermutet haben. Das ist die eigentliche Krux bei der Geschichte. Sich schnell zu bewegen, zu agieren und nicht zu reagieren. Ich habe es ja leider Gottes sehr häufig mit der Politik in Berlin zu tun. Und glauben Sie es mir, 3 Tage Berlin, das ist schlimmer wie Spießrutenlaufen. Das hat was mit, da werde sogar ich depressiv. Und das ist bei mir nicht so einfach. Und wenn ich dann heimkomme zu meiner Frau, dann sagt die hin und wieder mal, aha, du hast deine Berlin-Fresse wieder auf. Und ich kann nur eines sagen, sie hat recht und unsere beiden Kinder, der Max und der Moritz, die sagen das Gleiche. Die sagen, Papa, hallo, wir sind's. Wir machen es doch schon. Und das freut mich. Weil letztendlich, meine Damen und Herren, macht man das alles, was wir da jetzt tun und wo wir uns hinbewegen wollen, zu einer neuen Mobilität, nicht für uns alleine, ganz im Gegenteil, sondern für die nachfolgenden Generationen, die davon profitieren sollen. Das ist das Ziel, nicht mehr und nicht weniger. Gehen Sie mit, machen Sie auf, spielen Sie mit, engagieren Sie sich in diesem Bereich. Unsere Türen, die Türen des Bundesverbands E-Mobilität, stehen Ihnen dafür so weit auf. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch eine erfolgreiche Veranstaltung und dir, Christian, jetzt viel Erfolg.